Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde unseres Let's Plays. Ich, der Neom, zusammen mit dem Psycho. Oh, er hat's wieder verlernt. Ich hab's wieder verlernt, Aloha. Alles klar. Bist auch nicht jünger. Ja, und wir spielen For the King immer noch und sind jetzt kurz vorm Geisterlord-Lager und würden das jetzt mal einnehmen. Ich bin sogar im Zug, oder? Ja. Südlich vom Schloss Facker. Wo wir noch nicht drin waren. Machen wir erstmal die Quest und dann geht's auf ins Schloss Facker. Vielleicht das Wacker. Egal. Nee, Facker ist schon besser. Ja, bevor wir jetzt noch eine Runde warten und den Hinterhalt irgendwie machen, würde ich sagen, wir gehen einfach so in den Kampf, oder? Ja, das Versagen ist einfach zu krass. Hi. So, als erstes ist das Ding in der Mitte dran. Okay, man kann den mittleren betäuben. Und der mittlere hat magischen Widerstand. Ja. Das heißt, ich könnte mit einem normalen Schuss dem erstmal einen 20er Hit geben. Und du könntest ihn danach betäuben oder zumindest probieren. Weiß halt nicht, was wir mit den Guardians machen, aber die würde ich jetzt einfach mit dem Bogen nicht angreifen, weil die haben halt Schilde. Okay, als Questziel einfach, alles klar. Ja. Ja. Na, dann baller ich jetzt erstmal auf den mittleren. Jo. Ja, nice. Direkt durchgegangen. Wenn du ihm jetzt noch eine Betäubung reindrehst. Oder ich weiß nicht, nimm du lieber den anderen, weil wegkriegen wirst du nicht, oder? Dann nimm lieber einen. Nee, betäuben macht keinen Schaden. Ach so, nee, dann. Freeze einen von denen rechts und links oder so, weil die haben halt physische Resistenz. Angreifen wären sie und so oder so. Ah ne, gefrieren kann ich so, also normalen Schaden machen. Genau, aber weil die halt 12 physische Resistenz haben, das ist schon hart für die anderen beiden. Scheiße, naja. Aber das ist schon mal ordentlich, da kannst du die nächste Runde dann... Oh Mann, ey. Immer auf den Kleinen. Ja, der wird jetzt nicht viel machen, sehr schön. Hast du keinen Reflekt mehr? Ja, doch, wollte gerade sagen. Doch, hat er gerade noch gekriegt. Der kriegt auch noch einen Jetzt ist er benommen. So, was mache ich jetzt? Ja, schieß auf den Moment, wer ist denn als nächstes dran? Ah, okay, wir. Und schieß auf den mittleren. Ich schieße einfach normal auf den mittleren und. Ja. Ach nee. Du machst dann den anderen weg und ich probiere jetzt einfach mal den wegzuhacken. Ja! Boom. Alles klar. Dafür brauchte ich jetzt auch zwei Fokus, aber ist auch erstmal egal. So, die rechts und links sind auch wieder nicht betäubbar. Richtig. Aber. Oh ja, dann machen wir halt vernichten, oder? Oh, ist dein Ernst? Oh ja, 11 geht noch. Aber ich glaube, es waren 89% oder so. What? Ja. Okay. Gut. Die mögen dich nicht so. Nee, wir haben keinen Bock auf den. Aber ist ja eigentlich gut. Also aus unter Kostengesichtspunkten macht es ja am meisten Sinn, wenn sie einen angreifen. Ja. Du heilst den gleichen, wir sind cool. Ja, das war klar. Ja, den hackst du jetzt weg. Mit Magie. Ich will den weg haben. Yay, Schlüsselfragment. Jo, auch nicht so schlecht. Toll, Buch des Wissens. Schriftrolle. Oh. Nimm sie halt. Oder hat er auch mal was. Ja. Der Schmied. Ich will ja auch was haben. Levelaufstieg. Ah, das Chaos ist weg. Ja, damit haben wir jetzt einen Quest-Gesichtspunkt sozusagen. Ja, haben wir gemacht. Ja, ich latsche jetzt auch einfach rundrum. Ich habe jetzt vor dem, oder? Wir haben doch hier irgendwo eine Rolle oder sowas. Ach nee, haben wir nicht. Ich latsche jetzt einfach zurück. Ach, die Rolle, die wir vorhin hatten, die entfernt Gift ausgibt. Genau. Dafür genau. War die, ja, stimmt. Genau. So. Und wo muss man jetzt. Bin ich nicht einfach immun dagegen? Na, das weiß ich halt nicht. Aber ich bin's auf jeden Fall nicht. Deswegen laufe ich jetzt erstmal einen Zentimeter zurück. So. Und jetzt müssen wir als nächstes mit dem Boot da unten rechts in die Ecke fahren. Und ja, da würde ich fast also sagen. Ich würde erstmal zum Schloss gehen. Das wäre jetzt schon. Genau. Und dann gehen wir einfach nach rechts weiter. Und da ist nämlich nochmal so eine Bootsanlegestelle. Jo. Ja, so viel dazu. Jetzt hat sich das Gift geändert. Habe ich irgendwas zum Gift entfernen? Ja, warte mal. Ich latsche jetzt davor. Kommt irgend so eine Biene. Hinterhalt 75%. Mach mal, oder? Ja, mach halt. Ja. Wenigstens etwas, was er kann. Rein. Gut, die sollte ein kurzes, trauriges Leben haben. Mhm. Ja. Reicht aber nicht. Aber ich darf ja nochmal. Alles klar.
Das reicht. Ah! Ja, ich passe, weil. Ja, und dann gebe ich das dem Schmied. Sehr schön. Sind wir davor jetzt auch gefeit? So, und jetzt probiere ich mal Reinigungsrolle. Ah ja. Hat funktioniert. Hat beide entfernt direkt. Ach krass, ja. Gut, Runde beendet. Ja, Ist halt wie es ist im Sumpf, gell? Ja. Ist nur einer. Ich greif normal an. Ja, ja, ja. Alter! Aber für Hinterhalt war die Chance halt auch schlecht. Okay, er hat Resistenzen. Naja, aber wir kriegen ja weg, sind ja noch zweimal dran. Nehmen wir mit. Ui, auch nicht schlecht. Ich hab was an mit Minus Intelligenz? Nein, 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 das bin ich. Ach, ich wollte schon sagen. Also ist der Schmied. Ja, das ist echt verwirrend gemacht. Ich nehme das Ding aber einfach mit, weil es ist schlechter. Obwohl, nee, es hat 5 Widerstand. Was bedeutet ein Widerstand? Steht das hier irgendwo? Widerstand ist gegen Magie, würde ich sagen. Rüstung ist physisch und Widerstand ist Magie. Ja, aber ich würde einen Rüstungspunkt abgeben und dafür, dann fehlen halt noch 3 Stärke. Schwierige Frage. Ich kann leider nicht gucken. Aber hier unten ist jetzt auch nichts mit Widerstand irgendwie aufgelistet. Naja, ich nehme es jetzt mal nicht. Oder? Du kannst ja sammeln. Ja. Also ja, das meinte ich. Ich bin immer noch dran. Was habe ich denn an eigentlich? Ich habe die Robe mit. Ich finde das cool, der Helm, den ich aufhabe, das ist irgendwie wie so ein Ochsenhelm. Ja, nee, das anzuziehen ist keine Option für mich. Okay. Richtig nice. Schön mal einen Schritt machen. Wäre ich jetzt nur alleine? Ja. Will ich das tun? Eigentlich gibt es keinen Grund, das zu tun. Ja. Weil du ja auch gleich nachziehen. Oder nee, du musst ja nicht mal richtig nachziehen, aber trotzdem, er blockiert uns halt jetzt. Ja, dann ich geh halt. In die Stadt gehen. Ach so, ja, stimmt. Das wäre ja auch eine Option gewesen. Auch für mich. Den kannst du jetzt auch nur alleine machen? Was ist denn hier los? Ja, ich muss mich jetzt verteidigen. Ja. Na, sollte aber werden. Wenigstens was. Das war jetzt eher. Alter. Ich könnte mich auch noch heilen im Notfall. Ja, baller ihn halt weg, oder? Ach, was soll der Geiz? Scheiße. Naja, dann. Wir sind ja gleich in der Stadt, hoffentlich. Ja. Ja, Sumpf ist schon ein bisschen unangenehm. Na dann rein da in die Stadt. Kann man am Markt. Nee, ich heile mich erstmal, hat Vorrang. Da gibt's einen Eibenstab. Explosion, Wiederherstellung, Zeitsprung. Aber ich hau mich jetzt erstmal ins Gasthaus. So Fertigkeit, Gruppenheilung, hättest du dann, Fräulein? Ja. Das sieht ziemlich geil aus. Ja, ich schaff's natürlich nicht bis dahin. Aber dafür habe ich jetzt hier noch was. Ja, ich versuch's halt, oder? Kannst du Fokus reinstecken? Nee. Gut, jetzt darf ich eine Runde aussetzen. Ich freue mich sehr. So, jetzt guck ich erstmal, ob es hier einen neuen Bogen für mich gibt.
Irgendwie müssen wir noch einzelne Fertigkeiten haben, meiner Meinung nach. Hier gibt es nämlich einen Ring, der nennt sich Gruppenheilung. Also der hat die Fertigkeit Gruppenheilung. Vielleicht kriegst du die dann. Ich weiß es halt nicht. Habe ich schon einen Ring an, ja. Ja. Mit wem bin ich denn jetzt gerade hier? Mit dem Schmied, oder? Ach nee, ah, mit das dem... ist ein Schmuckstück einfach, ne? Ja, ja. Ja, hier gibt es noch Schuhe mit Intelligenz. Aber ansonsten hält sich das hier echt in Grenzen. Also das Einzige, was wirklich interessant ist, ist dieser Alpenstab. Aber ich nehme nochmal das Gottesbart mit. Einsiedlergras brauchen wir nicht. Ja. Lederrüstung ergibt auch keinen Sinn. Nee, so richtig, glaube ich, Sinn ergibt nur der Alpenstab. Ich weiß halt nicht, wie krass der jetzt deinen Damage dann reduzieren würde, aber... Um eins. Und ich habe halt die Einfrieren-Kiste nicht mehr. Und Betäuben habe ich auch nicht mehr. Ja, aber dafür hast du halt Explosion und Zeitsprung. Das klingt schon krass. Oder du behältst das Ding halt und... Aber plus zwei Gesundheitswiederherstellung ist auch ziemlich geil. Oder ja, ist das überhaupt im Kampf oder ist das außerhalb vom Kampf? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist das, ne? Das Ding ist jetzt, was ich jetzt hier noch mache, ist... Nö, ich brauche mir eigentlich nichts holen. Ich kann höchstens mal ins Questbrett gehen. Gegenstand, Gruppen-EP. Gegenstand, oder? Auf ein Kopfgeld. Ich nehme das mal an. Ja. Da gibt es eine Keule. Einhand ist die. Und die macht Schmettern und Betäubungsangriffe. Weiß ich jetzt nicht. Müsste man dann halt... Ach, dann müsste man hier irgendwas in dem Sumpf machen. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf den Sumpf. Hast du Bock auf den Sumpf? Richtig nicht, aber... Wenn wir jetzt halt einfach skippen, haben wir ein Levelproblem im Zweifel, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Viecher da rechts in dem offenen Feld geben uns dann wieder ordentlich. Ja gut. Ich probiere jetzt hier nochmal rüber zu latschen zu dem Vieh. Vielleicht... Ne, es geht immer noch nur alleine. Aber ich kann jetzt halt alleine mal einen Hinterhalt probieren. Soll ich es machen? Ja, mach das mal. Ja, leist. Läuft. Alter, 76? Ja, hat ein bisschen EP, ne? Ja, das wäre dann mein kompletter Fokus. Naja. Ja. Gut. Ist klar. Ich glaube, ich gehe dann gleich nochmal in die Stadt, hä? Ja. Sieht vernünftig aus. Ein Hoch auf Geschwindigkeit. Ja, Geschwindigkeit rockt. Oh! Ja. Oh ja. Ja, ist jetzt halt nicht so, ne? Gibt halt so viel dazu, das ist die Waffe, die wir aus der Quest gekriegt hätten. Ach, da ist vergiftetes Land. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Habe ich noch irgendwas zum Kaputtmachen von vergiftetem Land? Nee. Haben wir überhaupt noch irgendwas zum Kaputtmachen von vergiftetem Land? Ich habe keine Ahnung. Ich latsch erstmal zurück. Gut. Müssen ja eh dann sozusagen zusammen dadurch. Ja. Und dann müssen wir da irgendwas drin kaufen. Kauf mal irgendwas, was vergiftetes Land kaputt macht. Ich werde jetzt erstmal die Pfeife auf. Mhm. Stimmt, das habe ich auch noch vergessen. So, dann hole ich mir erstmal einen Gottesbart. Ich noch ein Ginseng. Ich weiß halt nicht, der Eibenstab, ne? Aber die Fertigkeit Gruppenheilung ist auch so ausgegraut. Ich verstehe es halt nicht. Also, wir haben ja auch jemanden anders, der auch schon einen Skill hat. Wir haben ja, die andere Klasse wäre ja ein Heiler. Wahrscheinlich ist es für den. Ich habe keine Ahnung. Weiß halt nicht. Ich habe halt hier den Skill Beständigkeit, aber ich weiß nicht, wie ich ihn auslöse. Ach hier, wie geil. Der,
Pfeifenluftverteiler, Fertigkeit, Gruppenheilung. Wenn dann wahrscheinlich hier so ein Kräuterchen nimmst, werden alle geheilt. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich kann es mir nicht leisten und ich verliere Giftimmunität. Ja, mit dem Eibenstab, ich weiß nicht, was war mit den Stiefeln? Ja, musst du halt jetzt. Plus 2 Intelligenz. Aber Heilung würde uns halt schon ganz schön beschleunigen meistens. Weiß halt nicht, was du dann dafür brauchst. Ich hole mir mal, im schlimmsten Fall habe ich 50 in Sand gesetzt. Und ich glaube, Explosion klingt auch stark nach Flächenschaden eigentlich. Vielleicht ist es ja Ist, einfach nicht. die Frage ist, ob ich überhaupt noch Single-Target-Damage dann habe. Kann man nicht hier mit Shift, linke Umschalttaste. Ah ja. Explosion, 14 maximaler Schaden, einzelnes Ziel. Okay. Wiederherstellen, zielfreundlich Heilung. Zeitsprung, zielfreundlich Eiltempo, minus 5 Genauigkeit. Vom Schaden Ach würde ich so. halt dann schon abstinken, ne? Aber du wärst halt krasser Supporter-Typ. Ich nehme mal mit und lege an. Ja. So, will ich hier noch was machen? Nee, eigentlich nicht. Schlafen? Test jetzt mal meine. Nö. Ja, habe ich ja schon eigentlich. Ja, gut. Soll ich mal in das Gift reinlaufen, ob es dann weggeht? Der Ja, Immun. nee, nimm mal so eine Rolle mit. So, ja. Dass du das zur Not wegmachen kannst. Markt. Aber selbst wenn, dann kommen wir ja zusammen nicht durch. Wir haben hier aber Wohin? auch keine Rolle. Haben sie nicht? Klick und mit Shift links, klick drauf. Ich sehe sie gerade Na, nicht. warte, ich habe gerade zu früh Shift gedrückt und damit irgendwie. Oh, er fokussiert dann immer die Maus oder Ja, das so. ist ein bisschen komisch, Das ist ein ja. bisschen weird. Man sollte es zuerst anvisieren und dann draufklicken. Nee, gibt's hier nicht. Ja, das ist schlecht, dass man damit unsere einzige Rolle sozusagen Wo wollen verpufft. wir denn hin? Naja, eigentlich nach rechts rüber zu dem Bootsanleger auf der rechten Seite, wenn du da nochmal in das Feld reinguckst, hinter Dann porte dem. ich mich jetzt halt mal. Und port dich mal, ja. Haben wir Wo alle mache ich eine denn das jetzt? Teleportation? Wahrscheinlich schon. Nee, der Schmied nicht. Moment. Machen wir hier Inventar. Vielleicht ist er zu weit weg. Nee, geht. Jetzt hat er auch eine, ja. Ja, dann port Port dich mich mal zu mal. dem Kultgerät da. Zu dem Kultgerät kommst du bis darüber. Krass. Ja, Na hängt dann. ab von der Intelligenz. Wobei, macht jetzt eigentlich auch wieder keinen Sinn, weil wir können damit auch Chaos entfernen. Dann lass einfach zu dem Bison Tauren Streiter da drüben hinter das Der Ding porten. rote. Ja. Na, also der einfach rechts hinter dem Gift direkt ist. Den Bison Tauren Streiter. Da. Dahin einfach. Ja, und dann können wir rüberlatschen und da ist ja noch ein Bootsanleger. Dann kaufen wir uns halt noch ein Boot. Hat jetzt kein Problem damit, nochmal 100 auszugeben für das Ding. Wenn du meinst, okay, ich habe mich jetzt mal weiter rüber. Wie weit kannst du denn? Ah, du Das weißt ja jetzt weiß nicht, ich ja ne? nicht. Dann passe ich jetzt einfach, ich kann mich im Zweifel weiter porten. So. Ja, schön. Er hat ausgesetzt. So, dann gehe ich jetzt hier nochmal kurz in die Stadt. Und würde sagen, ich lege mich einfach mal eine Runde ins Gasthaus. Oder? Ja. Alles klar. Zwei Züge habe ich. Alles klar, dann gehe ich jetzt erstmal da rein. Heil mich. Und versuche mich jetzt zu porten. Ah ja, ich komme bis dahin. Okay, man hätte es cleverer machen können, aber ja. Gut. Gut, haben wir das. Aha, das Chaos hat sich verstärkt. Dann lohnt es sich ja gleich, das Ding zu holen. Ja. Dann haben wir ein Leben mehr und das Chaos ist weg. So, ich port mich jetzt auch darüber. Ja, aber wir müssen eh latschen. Ja. Weil so weit kommen wir nicht. Ja. Gut.
Ich kann noch zwei Schritte laufen. Ich laufe mal bis darüber. Oh. Was? Ich benutze mal meine zwei Fokus. Danke. Ah, nice. Ja, nehme ich doch. Also, besser als der Bogen ist es auf jeden Fall. Ja, ist erstmal egal, aber es ist auf jeden Fall für mich. Und jetzt ist es halt so, wie es ist. Aber ich glaube, das Ding macht jetzt halt wenigstens mal Schaden. Und du kannst dich ja direkt an meine Position porten, glaube ich. Was ist das da unten eigentlich? Das Königslabyrinth. Aha. Wo, in welche Position von dem Bogenschützen? Ja, würde ich sagen. Angreifen wollen wir noch nicht wahrscheinlich. Ja, das würde ich dann probieren mit dem Spiel zu machen. Du bist noch ein Feld zu weit weg, ja. Ach, siehst du das, ja? Nimm mal an, wenn du die anwählst, ist das so ein roter Radius um den. Ja. Musst du mal gucken. Ich nehme an, wer da drinnen steht, kann mitmachen. Mhm. Acht jetzt mal drauf. Hinterhalt machen wir nicht. Ach, der Schuft, der da unten steht, wird auch mit einbezogen, siehst du? Das ist, der wird in den Kampf verwickelt, wenn er in dem Roten drinne steht. Okay. Deswegen sieht man nicht, wenn das Gruppen sind, weil die einfach einbezogen werden. Ja, ja, nur dann ja. Bringt das was vereinzelt. Gegen Gruppen kannst du gar nichts machen. Du kannst die nur trennen, wenn die hinzugezogen werden. Okay, also der Angriff hier hat schon mal eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, auch wenn ich jetzt keinen Fokus mehr habe. Aber mit dem könnte ich jetzt 33 Schaden machen, nur bringt uns das nichts. Ja, dann mache ich erstmal den normalen Schaden. Ja, gut. Ja, den du nicht beklauen kannst, super. Finde ich gut. Perfekt. Au. Wir sind gefreezed. Ich nicht. Erlittener, erlittener Schaden plus 25. Ja, dann. Explosion, Gruppenheilung. Ah, super. Gruppenheilung heißt, benutze Gottesbad zur Heilung der gesamten Gruppe. Ach so. Ja, gut. Ich habe noch Wiederherstellung. Kann ich mich aber nur selber heilen, offenbar, oder? Mach erstmal den Schuft weg. Weil der Knochenmark ja ist ja physisch. Ich habe hier gerade 5 Skills. Moment, ich muss gerade mich koordinieren. Ja. Aber ich mache den Schuft jetzt weg. Explosion. Läuft doch. So. Das Skelett-Ding kriegt jetzt richtig auf den Sack, glaube ich. Soll ich 39 Schaden machen oder soll ich ihn betäuben? Ich glaube, ich betäuben lieber. Nee. Nicht? Ist immun. Achso, ja, gut, dann lassen wir das. Reicht trotzdem, reicht immer. So, und das hier müsste jetzt eigentlich auch super funktionieren. Ja. Ja. Irgendwie mit den Bögen, das ist nicht besser geworden. So richtig. Also zumindest gab es auch ewig keinen neuen. Das ist die gleiche, die du schon hast, aber ja. Brauchst du halt auch nicht. Ich sammle sie jetzt einfach mal hier drin. Gut, das Ding hier, das Königslabyrinth, machen wir jetzt nicht. Würde ich mal sagen. Und wir latschen jetzt hier einfach rechts zu dem Schiffteil, oder? Ja. Ja. Wobei, wenn wir zu dem anderen Schiffteil laufen, können wir mit dem Kultgerät das Chaos entfernen und uns ein Leben holen. Jetzt habe ich den scheiß Zug gemacht, ja. Aber hast vollkommen recht. Dann machen wir das so. Latschen wir jetzt da hoch. Ist halt Nacht, gell? Es sieht halt schon finster aus, was wir da oben dann für Viecher kriegen. Aber sind wir halt gespannt. Oh. Mmh. Ja, nice. So viel zu dem Thema. Ja, ich beende meinen Zug. Alter, vor allen Dingen werden das jetzt immer mehr. Und die Nacht ist noch lang, mein Freund. Ja, wenn ich... Guck mal, was... Alter, wenn ich den da in der Mitte angreife, den Burgtroll, dann geht's übelst zur Sache, weil da übelst viele sind. Ich laufe jetzt mal aus taktischen Gründen nur bis davor.
Das sieht scheiße aus. Es sieht nicht so gut aus, ja. Ich lass das mal und überlass das mal dir, weil das intelligenzabhängig ist, offensichtlich. Ja? Ja. So, ich mache jetzt hier Schluss. Gut. Ja, irgendwann müssen wir sie dann bekämpfen, glaube ich. Also, aber irgendwie habe ich keine Lust drauf, weil das dann echt viele sind. Vor allen Dingen müssen wir jetzt auf dich warten, oder? Ja. Na, hier, das sind dann drei. Und wenn wir den da drüben angreifen, sind es Wir haben ja zwei. noch die Hinterhaltoption. Ja, aber ich will nicht gegen drei von diesen untoten Viechern kämpfen. Ja, wenn wir ja Hinterhalt machen, passiert das ja nicht. Vielleicht. Na, ich latsche. Was ist jetzt los? Oh. Ah! Nett! Ich benutze mal einen Fokuspunkt. Ja, sehe ich ein. Ja. Schön. Wer kann eigentlich am weitesten laufen? Ich würde ungern durch diese Typen durchlatschen. Kann ich auch hier oben lang laufen? Nee. Naja, ich habe ja Zeit. Weil an dem Kultgerät müssten wir doch dann auch so oder so alle zusammenkämpfen, oder? Da wird gar nicht gekämpft, oder? Nimm den Punkt auf jeden Fall mit rechts neben dir. Siehst du? Weil es halt intelligenzabhängig Ja. ist. Ach stimmt, nee, doch, da musste man kämpfen, ja. Hast du Ich recht. denke auch. War ja kein Schreien. Ist das jetzt positiv oder ist das negativ? Alter. Ja, ich glaube, zerstört wird es immer. Ja, aber das Nur mache der ich definitiv Nebeneffekt. nicht mit denen. Das mache ich dann auch wieder mit dem Bogenschützen, weil es wieder dingensabhängig ist hier mit diesem Auge, das Zeug. Ja. Gut. Ja, Das da. sieht wesentlich netter aus. Oh. Ach, es bleibt dann? Ich weiß nicht, ich jetzt vor Muss und es dann nochmal zurücklatsche. machen? Das jetzt Niom kann das jetzt nicht versuchen. Vielleicht Also nächste Runde erst wieder. okay. Gut, dass ich keinen Fokus habe. Okay. Ja, wollen wir einfach mal hier den Gelee kaputt machen? Ich Ja. meine, was anderes ist ja gerade eh nicht möglich. Wir zu dritt gegen zwei von denen. Hinterhalt probieren wir jetzt nicht. Das hätte ich auch eben gerade mit dem Bogenschütz nochmal probieren können, eigentlich. Kann ich irgendwas betäuben? Nein. Nein. Was machen wir zuerst? Eigentlich den Skelettkrieger. Wobei ich da nicht viel reißen kann. Ja, mach einen normalen Angriff. Gut, ich greife den Gelee an, weil du machst den eh weg und ich mache nur 10 Schaden. Oh, shit. Gut, dann greife ich jetzt den Krieger da an. Ne, den Skelettkrieger an. Jo, Bam. wie geplant.
Oh ja. Schlimmer laufen können. Alter, doppelt vergiftet. Gibt echt Schöneres. Kann ich mich nur selber heilen? Ja, ich weiß nicht, du hast den tollen Stab in der Hand. Ich habe ja wiederherstellen, aber ich habe mich im Target, wenn ich das. Probier's mal. Mach das mal. Wobei du bist relativ low. Ich mach mal Schaden auf den. Ja. Ja, der ist dann eh nicht nochmal dran, aber. Ja, wenn es passt, mache ich 31 Schaden. Ja, war klar. Gut. Teilen. Teleportschriftrolle nehmen wir. Ich nehme. Gut, und damit würde ich sagen, haben wir die Runde jetzt erstmal wieder beendet. Wie es weitergeht und ob wir diesen komischen Chaospunkt da noch vernichtet kriegen und ob wir zu unserem dritten Questpunkt kommen, seht ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ja, bis demnächst. Ja, bleibt dran. Bis demnächst. Ciao.